SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warentester, Shisha-Olli und Big to Me. Wir grüßen euch. Neue Betonierungszeit mit einer neuen Shisha, die es noch nicht lange auf dem Markt gibt. Und das ist die Aeon Aurora Shisha. Die stellen wir euch heute vor. Kannst gleich vorweg sagen, macht euch eine Pfeife an. Das Video wird bestimmt ein bisschen länger gehen. Warum? Weil die Pfeife einige Sachen drinnen hat oder kann, was viele andere Pfeifen bis jetzt noch nicht können. Und deswegen gehen wir natürlich auch auf diese Besonderheiten ein. Und ja, ich würde sagen, fangen wir direkt an, wie immer, mit unserer Detailaufnahme. So Freunde, willkommen in der Detailaufnahme. Jetzt schauen wir uns mal dieses Teilchen hier genauer an. Und wie ihr schon seht, ich habe nicht alles auseinandergeschraubt, denn ich zeige euch natürlich nur das Wichtigste. Und ja, fangen wir direkt mal mit der Gesamthöhe und dem Gesamtgewicht an. Da hätten wir 56 cm und fast 5 Kilo, 4697 Gramm haben wir da. Dann geht es weiter mit der Bowl, die wiegt 2469 Gramm und 26 cm ist sie hoch. Und was ihr schon sehen könnt, die Bowl hat eine neue Form, also nichts Mainstreames, sage ich jetzt mal. Wir haben oben ein Grobgewinde, das auch sehr gut an den Seiten verklebt worden ist. Ich denke, da wird sich nichts lösen. Und wir haben auch am inneren Teil, wenn man das Gewinde innen anschaut, haben wir auch noch Rillen drinnen. Das heißt, dass der Kleber eben eine bessere Auflagefläche hat. So kann sich das Gewinde auch nicht lösen. Dann kommen wir noch zur Bowl. Wir haben hier offen hier dranen. Das heißt, hier kann das Wasser auch reinfließen. Das heißt, es hört nicht einfach hier irgendwo auf, sondern es fließt bis ganz nach unten. Und meine Bowl hat leider ein kleines Luftbläschen, wie man hier sehen kann. Ist aber nicht so schlimm. Es ist sehr, sehr klein. Aber mir ist es eben gerade aufgefallen. Also das ist mindestens 80% Rabatt. Mindestens. Kerle, schick mal gleich zwei zu, gell? Nee, nicht so schlimm, aber ist mir eben gerade aufgefallen. Sonst muss ich sagen, hat die Bowl keinerlei Macken. Alles wunderbar, super verklebt, keine Bemängelungen. Dann schauen wir direkt weiter zur Base. Da haben wir 6,3 cm Höhe und 893 Gramm. Zur Base gibt es ein paar Sachen zu erzählen. Als erstes zeige ich euch natürlich mal das Logo. Das seht ihr hier und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die Edition 1, also Edition 1. Das heißt, wenn es mal eine neue gibt, wird dann wahrscheinlich dort eine 2 erscheinen. So, wir haben direkt eine Vierschlauch-Shisha im Lieferumfang. Wie ihr sehen könnt, alles schon mit dabei. Und das Besondere liegt an diesem Anschluss, deswegen habe ich den auch noch nicht rangemacht. Denn dieser Anschluss ist anders wie die anderen drei. Natürlich ist bei allen vier eine Kugel drinnen. Es müsste ungefähr eine 10er Kugel oder, nee, es sieht sogar noch größer aus, müsste eine 11er Kugel sein, die hier drinnen ist. Polyamid natürlich, extra leicht. Das Besondere ist, dass die Muffe sehr viele Löcher hat. Für was ist das gut? Dass man auspusten kann. Wie man dann auspusten kann, zeigen wir euch während des Rauchens. Jetzt gebe ich das Ganze hier wieder rein und dann zeige ich euch die nächste Besonderheit. Das war es nämlich noch nicht. Also wie gesagt, die hat die Löcher, alle anderen haben nicht die Löcher. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu einem kleinen Minuspunkt von der Shisha. Sie verkantet leider an den Gewinden relativ leicht. Man muss wirklich sehr präzise das Ganze treffen, sonst klappt es nicht. Weil die Gewinde sehr, sehr fein verarbeitet sind. Jetzt habe ich getroffen, glaube ich. Ne, immer noch nicht. Eine Stunde später. Jetzt habe ich es. Ja, Freunde, es geht nicht so einfach, aber jetzt funktioniert es. Man muss wirklich den richtigen Winkel finden. So, nächste Besonderheit, wir haben unten ein Closed Chamber System. Durchdacht ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil wir können dadurch natürlich leichter auspusten und vor allem effizienter auspusten. Zeigen wir euch während des Videos natürlich auch nochmal. Gut, das wäre es mal soweit mit der Base und jetzt schauen wir weiter. Ja, zur Base, ihr seht schon, wir haben hier Schliff, das heißt, wir können nicht nur unsere normale Rauchsäule verwenden, sondern wir können natürlich mit diesem Schliff auch eine 29-2er Rauchsäule verwenden, aber wir können auch eine kleinere Rauchsäule oder einen Molassefänger verwenden, aber das kommt gleich noch. Jetzt kommen wir erstmal zur Rauchsäule, die besteht aus zwei Teilen,
einmal mit 18/8 Schliff, um sie zu vergrößern. Und wenn man es nicht so lang haben möchte, dann einfach weglassen. Genau. Wir haben hier ein Gesamtgewicht von 840 Gramm, ungekürzt 24 cm Länge und gekürzt 13 cm Länge. So, wie wird das Ganze jetzt bedient? Wir haben hier zwei Gewindeteile, zwei unterschiedliche, wie ihr sehen könnt. Und dieses, was jetzt gerade hier wegrollt, das ist quasi das, was optional verwendbar ist. Ihr müsst das nicht verwenden. Ich verwende es jetzt mal nicht und zeige euch, warum nicht. Ich gebe das Ganze jetzt einfach hier rein, lasse es durchfallen. So, jetzt halte ich das mit meinem Zeigefinger fest, schraube quasi das Tauchrohr dagegen, warte, bis es fest ist. Und jetzt kann ich quasi einfach die Base, ich mache es mal zur Hälfte, so, kann ich reinstecken. Die Rauchsäule. Die Rauchsäule, genau, kann ich hier reinstecken und kann sie dann auch wieder rausnehmen. Ja, so. Das macht vor allem Sinn bei Glasrauchsäulen, weil dort geht es ja gar nicht anders. Da hat man ja keine andere Möglichkeit, außer raus zum Ziehen. Da kann man ja nichts drehen, weil es kein Gewinde vorhanden ist. Wenn ihr aber jetzt eure ganz normale Rauchsäule verwenden wollt, dann empfehle ich euch definitiv, dieses Gewindestück noch mit reinzudrehen. Warum sollte man das machen? Das hat den Vorteil, dass die Rauchsäule dann wirklich fest sitzt und nicht mehr durch den Schliff sich lösen kann. So. Und ihr seht auch, da kann nichts mehr sich lösen. Es ist bombenfest, dadurch, dass wir eben die Gewinde zusammengeführt haben. Genau, das wäre jetzt mal das Besondere, was es bis dato auch noch nirgends vorher gab. Ja, und jetzt, wie gesagt, einfach nur noch, gut, jetzt müssen wir die Kamera, glaube ich, ein bisschen, nee, passt, können wir so machen. So, kann ich das dann weiter erhöhen, wenn ich möchte. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann kann ich auch diesen hier machen. Nehme hier zum Beispiel eine Glasrauchsäule oder in dem Fall einen Molassefänger mit 18/8 Schliff und kann den natürlich ohne Probleme hier drauf geben oder natürlich bei der Verlängerung, wenn es ein kleinerer ist zum Beispiel, auch noch hier mit drauf geben, weil ein größerer macht optisch nicht mehr so viel her, finde ich, wenn man sie dann doch zusammenlässt. Aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. So, dann kommen wir zum nächsten Step. Jetzt sind wir schon fast durch. Das Tauchrohr ist noch was Besonderes. Ja, man kann das Tauchrohr natürlich auch andersrum hinmachen, aber es macht deutlich mehr Sinn, wenn es so aussieht. Lange Seite, kurze Seite. Was habt ihr da für einen Vorteil? Der Vorteil ist, ich schraube das jetzt mal kurz ab. Der Vorteil ist, dass ihr unten den Diffuser ranschrauben könnt, aber auch oben. Das heißt, hier geht er natürlich dann auch ran, weil wir ja hier auch wieder ein Innengewinde haben. Was bringt das teilbare Tauchrohr? Die es nicht wissen, würden jetzt sagen, da spare ich mir vielleicht Transport von der Länge oder sonstiges, einfach zum Kleinmachen. Nein, das ist für die Freaks unter euch, die sagen, okay, ich möchte einen besseren Anzug haben, dann mache ich das Tauchrohr einfach kürzer und habe dadurch einen höheren Wasserstand. Das ist der Trick und das werden wir auch einfach mal ausprobieren, ob wir da was merken. Jawohl. Gut, jetzt sind wir fast komplett durch. Jetzt fehlt nur noch die Maße von diesem Teil. Da haben wir beim Tauchrohr komplett 19,5. Und gekürzt 12,3 und 132 Gramm Gesamtgewicht. Und ja, jetzt kommen wir noch zum Kohleteller. Ihr seht schon, da ist eine Schutzfolie drauf. Die muss natürlich noch abgemacht werden. Olli, das ist dein Part, dass auch mal was machst für dein Geld. Laser! Genau. Und komm, machen wir wie Ratsch, komm, machen wir zusammen. Machen wir zusammen, oder? Oh, jetzt wird es interessant, Handy. Was kommt raus? Er ist nicht farbig. Oh, ich dachte, jetzt wird er vielleicht lila oder so. Genau. Das ist, warum machen die das so? Einfach um den Teller beim Transport nicht zu verkratzen oder sonstiges. Man muss es natürlich auf beiden Seiten abmachen. Ist für den Endkunden zwar ein bisschen nervig, dass es abziehen muss, aber lieber fummel ich mir da jetzt eine Minute was ab, wie dass der Teller im Vorhinein schon verkratzt bei mir zu Hause ankommt. Vor allem bei so einer hochpreisigen Shisha sollte sowas natürlich nicht der Fall sein. Deswegen finde ich diese Idee sehr gut, dass Hallo. Der Hersteller das zusammenlässt. So. Hallo! Ach, der spiegelt so gut, gell? Da musst du mal nicht da schon. Achso, so, sieht man es jetzt. Jetzt sieht man dich klar. Ne, das bin ich. Das ja, bin das ich. Bist du. Sorry. Hier jetzt, bin ich. Jetzt Hallo. Da bist du, hier bist du. Jetzt, genau. Sehr gut. Ja, Fingerdubber sieht man natürlich auch super auf dem Teil, so glänzend wie der ist. Wahnsinn. So, und jetzt kommen wir zum letzten Step. Jetzt kommen wir zum Kopfadapter, den ich jetzt gerade falsch fast hingemacht hätte. So rum. Und so wird er zusammengemacht. Sollte jeder mittlerweile schon kennen, dieses Schliffsystem funktioniert tadellos. Hat sich mittlerweile auch vollkommen durchgesetzt auf dem Shisha-Markt, muss ich sagen. Finde ich geil.
So kann man das Ganze natürlich beliebig weiterführen. So, Freunde, jetzt kommt die engste Stelle. Die haben wir noch vergessen. AMK, das sind 10 mm. Und die engste Stelle befindet sich an der Muffe. Das ist hier dran, wie gesagt, einen Zentimeter haben wir da. Und jetzt haben wir es geschafft. Ja, die Detailaufnahme ging ein bisschen länger, weil es auch wirklich viel zu erzählen gab. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Lass uns rauchen, Olli. Ich habe Bock, die Pfeife zu testen. Ja, hoffentlich. So, Freunde, wir sind zurück. Und jetzt schauen wir uns das Pfeifchen nochmal während dem Rauchen genauer an. Ja, der erste Eindruck. Als allererstes, ich war erstmal, weil ich mich überhaupt nicht schlau gemacht habe, vorher ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es so viele Teile gab, vor allem mit diesen Gewinden unten dran für die Rauchsäule und so weiter, muss ich mir erstmal zurechtfinden. Auch der Olli hat sich ein bisschen schwer getan am Anfang, aber wenn man dann mal das raus hat und die Teile jetzt zusammenführt und mal ein bisschen rumspielt oder auch mal ein Video sich anschaut, wenn man nicht weiter weiß, dann ist es eigentlich logisch, warum die Leute von Aion das so gemacht haben. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, gute Idee, schön gemacht und gut durchdacht das Ganze. Coole Sache, definitiv. Und ja, also das ist auf jeden Fall interessant, was die Pfeife so alles mit sich bringt. Ja, was wir schon gesagt haben vorhin mit der Rauchsäule, dass sie teilbar ist, ist eine coole Sache, vor allem für alle Leute, die die Pfeife als Custom-Shisha einsetzen wollen. Zum Beispiel einfach einen geilen eine Rauchsäule mit drauf machen, die einen großen Schliff hat. Oder wenn ihr einen Molassefänger klein oder groß verwenden wollt, könnt ihr so viel rumspielen, wie ihr wollt. Ähnlich wie bei der TGK-Shisha. Genau. Auch viele verschiedene Aufbaumöglichkeiten. Und genau das bietet auch eben die Aurora-Shisha. Richtig gut gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch das Gesamtbild, finde ich, passt. Auf den Bildern, muss ich sagen, hat sie mir am Anfang nicht so wirklich gut gefallen, was die Bowl angeht. Aber wenn man sie sich jetzt mal live anschaut, passt das Ganze dann doch gut zusammen, macht ein stimmiges Bild und gefällt mir optisch jetzt auch sehr, sehr gut. Genau, weil sie oben nicht so ganz wuchtig ist, da passt es auch mit diesem schmalen Glas unten dran. Also sie hat eine richtig schöne Figur, könnte man sagen. Ja, also knappe 90, 60, 90. Kann sich definitiv so sehen lassen. Kein Magermodel und auch keine übergewichtige. Nein, alles in Ordnung, würde ich so nehmen. Und was natürlich auch ein Pluspunkt ist, für uns zum Beispiel, wir rauchen meistens immer zusammen, da macht es natürlich viel Sinn, wenn man eine Pfeife hat, die auch mehr Schlauchanschlüsse bietet. Und das hat diese Shisha natürlich auch. Sie kommt direkt als Vierschlauch-Shisha, finde ich super. Gehört sich auch in diesem Preissegment, finde ich. Weil solche Adapter sind meistens auch ziemlich teuer. Zwischen 10 und 15 Euro muss man für sowas im Normalfall immer zahlen. Von daher finde ich es gut, dass der Hersteller da nicht ans Geld gedacht hat, sondern eher an den Endkunden. Genau. Ja, Olli, ich würde sagen, du zeigst jetzt einfach mal noch eine weitere Besonderheit, was dieses Closed Chamber System angeht und auch diese Ausblassystem, was ich ja noch nicht in der Detailaufnahme verraten habe. Hol mal ein bisschen aus. Also, wenn ihr alleine raucht, dann sage ich gleich von vornherein, macht die Kugel raus, fertig. Dann ist es wesentlich einfacher, unkomplizierter, könnt ihr ganz normal ausblasen. Ohne was zu machen. Genau, ohne auch zuzuhalten, wenn ihr alleine raucht, sonst müsst ihr zuhalten, wenn ihr die Kugel rausmacht, wäre auch einfacher, aber genau. Wäre die Möglichkeit, wenn ihr jetzt so wie wir zu dritt rauchen, dann geht es einfacher, indem wir einfach, ich stecke mal ganz kurz bloß um das ganz schnell zu erklären. Wenn ich jetzt hier den kompletten Anschluss, ich muss den komplett rausdrehen. Also nicht komplett. Die Muffe. Genau. Ihr müsst die Muffe abdrehen. Genau. Wir haben ja unten diese Löcher. Habt ihr vorhin in der Aufnahme gesehen. Genau. Heißt, wenn wir haben jetzt in dem Schlauchanschluss eine kleine Stufe drin. Wenn ich den jetzt komplett reinschraube, dann macht diese Stufe komplett diese Löcher zu. Heißt also, ihr müsst den Schlauchanschluss, wenn ihr ausblasen wollt, jetzt mal gucken, ob ich verkannte oder nicht. Das hätte ich jetzt natürlich nicht komplett rausdrehen sollen. So. So. Jetzt ist sie zu, dicht. Ja gut, du. Genau, geht ja auch nicht. Genau. So, jetzt geht gar nichts. Genau. So, jetzt drehe ich das ein klein bisschen nur auf. Die Muffe unten. Genau, die Muffe, nicht den Schlauchanschluss, die Muffe. Und jetzt? Durch das Closed Chamber System natürlich auch gleich mit einem Puster entleert. Und da sie auch relativ schmal ist, ja, also nicht so breit ist, geht es natürlich auch viel einfacher, wenn weniger Volumen drin ist. Genau, da wir da jetzt die Muffe jetzt von dieser Stufe wegschrauben, sind die Löcher jetzt frei und deswegen kann er durchblasen, obwohl die Kugel drin ist, weil ja die Löcher außenrum sind. So, der Nachteil wiederum, wenn man es jetzt nicht wieder zurückdreht, hast du natürlich einen schlechten Durchzug. Dann ziehe ich jetzt ein bisschen Luft, weil ich ja durch diese Löcher durchziehe. Also heißt, er muss nach dem Ausblasen wieder komplett zudrehen. Genau. Dass es wieder dicht ist, dass ich wieder
ziehen kann und ich kann jetzt auch nicht mehr auspusten. Also heißt, ihr müsst immer an der Muffe ein wenig aufdrehen, dass ihr durchblasen könnt. Ist jetzt nicht die idealste Lösung, ich habe mir was Besseres vorgestellt, als es hieß, mit Kugeln ausblasen. Man hat eigentlich gedacht, man bläst einfach rein und es geht. Irgendwie, genau. Keine Ahnung wie. Aber man muss auch sagen, es ist trotzdem eine coole Idee, weil es bis dato noch nie möglich war, mit Kugeln auszupusten. Das kannst du jetzt durch einen kleinen Zwischenschritt. Genau. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich es jetzt aufdrehe. Dann ziehe ich ein bisschen Fremdluft, aber das Rauchvolumen lässt natürlich nach bei mir jetzt. Ja. Ja, das jetzt zu diesem Anschluss sozusagen. Genau. Dann haben wir ja noch die Option, das Tauchrohr umzufunktionieren, dass wir eben einen höheren Wasserstand haben und dadurch auch einen besseren Anzug. Apropos, wie ist eigentlich so das Rauchen selber? Sehr angenehm, gell? Der Durchzug ist gut, aber nicht zu brachial. Nee. Ist es angenehm? Genau, man merkt aber trotzdem, wenn der zweite zieht oder drei, wie jetzt in dem Fall, dann merke ich schon einen leichten Mehrwiderstand, wenn man zieht. Ja. Aber jetzt trotzdem noch gut rauchbar. Also es ist nicht so schlimm, aber ja, es gibt natürlich beim EG-Glas, wenn man es wieder zum Vergleich nimmt, natürlich brachial. Natürlich. Aber er ist im sehr, sehr guten Maß, wie auch die anderen Pfeilen, wie NPS oder sonst was. Genau, wollte ich gerade sagen. Dazu. Richtig. Genau. Und jetzt probieren wir einfach mal aus, indem wir das Tauchrohr kürzen und den Wasserstand höher setzen, ob wir spürbar einen Unterschied haben. Und wir lassen den Diffuser auch weg, um mal zu hören, wie die sich denn auch beim Blubbern so anhört. Das können wir jetzt während dem Rauchen eigentlich machen. Außer, ich habe glaube vorhin, ja genau, das müssen wir doch, warte mal, ich guck mal, ob wir es gerade mal wegkriegen. Ja, doch, den Schliff. Kannst du kurz währenddessen kurz erklären, was das mit dem Schliff und dem Drehen auf sich hat, dass es fester hält? Kann man ja beim Schliff auch machen. Ja klar, weil dann verkantet es ein klein wenig, dann ist es fester, dann rutscht es nicht gleich raus. Genau, also ihr könnt quasi, wenn ihr Schliffe habt, die ganzen noch ein bisschen verstärken, wie bei meinem Mundstück, einfach einen Dreher machen, dann ist es deutlich fester und schwerer rauszuziehen, wie wenn ich es nur reinstecke und rausziehe. Also wenn ihr es verstärken wollt, einfach ein bisschen am Schliff drehen und dann ist es fester und dann müsst ihr mehr Kraft aufwenden. Das heißt, ihr habt eine minimale Sicherheit mehr, dass das Ganze sich nicht ganz einfach lösen kann. Halt, Wasser muss noch rein. Achso, können wir ja an der Raussäule befüllen. Genau, müssen zu viel wackeln, weil die beziehungsweise machen wir mal umfällt. Bis hierher. Ja, machen wir es lieber so. Gehen wir auf Nummer sicher. So. Bisschen noch. Und stopp. Genau. So. So, jetzt haben wir natürlich wesentlich mehr Wasser drin. Das ist kein Sprite, gell? So. Jetzt sind wir knapp unter der Wasserlinie. Der Vaseline? Natürlich könnte man jetzt, wenn das untere nicht angeschraubt wäre, dann könnte man jetzt auch das obere Ding, das ist ja auch Schliffadapter, könnte man den oberen weglassen und die ein bisschen kleiner bauen. Richtig. Ihr könnt die Größe ja einstellen, weil das ja teilbar ist. So, jetzt schauen wir einfach mal, ob wir jetzt was merken. Natürlich wird es jetzt ein bisschen lauter, weil der Diffuser nicht mehr dran ist. Aber ist auch nicht viel. Ja, ein bisschen lauter ist er, aber nicht viel. Der Wasserstand ist ein bisschen zu hoch. Ja, deswegen merke ich es auch im Schlauch, wie es ganz leicht blubbert. Also, wir haben den Wasserstand ein wenig zu hoch gemacht. Ist aber nicht schlimm. Man merkt aber einen Unterschied, finde ich. Ich finde, der Durchzug ist jetzt sogar noch besser geworden. Also vielleicht liegt es auch am Diffuser, das ist mein Ansatz. Genau, und der Anzug ist auch ansprechender. Also es geht alles leichter von der Hand, sage ich jetzt mal. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied vom Wasserstand, da der jetzt höher ist, ist der Anzug besser und dadurch, mein Empfinden, auch ein bisschen der Durchzug noch verbessert worden. Also es ist echt cool, dass man durch ein Teil weniger ein anderes Raucherlebnis rausholen kann. Also finde ich sehr, sehr cool. Man könnte natürlich den Diffuser auch noch mit reinmachen, dass das Wasser ein bisschen ruhiger ist. Aber wir können es ja gerne trotzdem probieren, auch um zu testen, ob das der Durchzug ist. Wenn wir schon dabei sind, machen wir es gescheit, genau. Das ist ja doch der Diffuser auch noch gewesen, wo ein bisschen was dazu macht. Jetzt haben wir ja den Vergleichswert. Genau, wenn wir schon dabei sind, machen wir es gescheit. Genau, dann wisst ihr auch Bescheid. So, jetzt drehen wir den da drauf, auf das kleinere Tauchrohr. Da macht es auch nichts aus, dass ein bisschen zu viel Wasser drin ist, weil jetzt sind ja die Luftblasen. Ja, hier verkantet es auch leicht. Ja. So. Kriegt man schon hin, jetzt ist es schief. Jetzt ist sie fest. Jetzt rühren wir sie wahrscheinlich nie wieder auf. So. Jawohl. Ja, der Durchzug ist eindeutig besser geworden, trotz Diffuser auch noch drauf. Ja. Durchzug ist definitiv besser geworden, liegt natürlich auch an dem Wasserstand, ganz klar. Finde ich cool,
dass man das sich selber raussuchen kann. Traditionelle Raucher zum Beispiel, würde ich sagen, Tauchrohr bis nach unten, da hat es ein bisschen schwereren Durchzug, also es geht, dauert länger, bis ihr quasi die Lunge voll habt. Und wenn ihr das wegmacht, dann habt ihr quasi einen besseren Durchzug als eine normale MPS zum Beispiel. Also richtig, richtig cool, gut durchdacht, funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, also ist eine Pfeife, die auf jeden Fall einen Wow-Effekt hinterlassen hat bei mir. Auf jeden Fall, ja. Definitiv, coole Sache, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist natürlich auch was Besonderes, auch für den Geldbeutel. Wir haben hier einen Preis von 329 Euro. Warum der Preis? Ganz klar, die Pfeife wird komplett in Deutschland gefertigt. Da ist das Ganze natürlich teurer, wie wenn man das Ding jetzt in China machen lässt. Ganz klare Sache. Und deswegen ist es natürlich auch eine Pfeife, die sich nicht jeder leisten kann. Ganz klar, deswegen haben wir da natürlich auch einen kleinen Minuspunkt, was den Preis angeht. Aber wenn man weiß, warum, ist es natürlich dann auch wieder logisch. Ja, ja, was auch noch gut ist, ist natürlich, dass man sie in jedes kleinste Einzelteil zerlegen kann, für den Transport zum Beispiel. Wenn man sie mal mitnehmen will oder so, dann braucht man nicht so einen riesen Teil mitnehmen, einen riesen Koffer oder so, sondern man kann sie wirklich bis aufs Kleinste auseinandernehmen. Ist auch eine gute Sache und die Reinigung funktioniert auch sehr, sehr gut bei der Pfeife, wenn man sie natürlich auch in alle Einzelteile zerlegen kann. Genau. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Closed Chamber haben wir, 4 Schlauchanschlüsse haben wir, Reinigung haben wir. Ne, das haben wir eigentlich alles. Was wir schon vorher in der Detailaufnahme festgestellt haben und auch gerade beim Zusammenschrauben ist, dass diese Gewinde, da sie so brutal fein gemacht sind, dass man da leicht verkantet. Ja, man hat es am meisten gespürt, hier dran an den Muffen und jetzt auch an der Base. Da muss man wirklich gucken, dass man wirklich kerzengerade drauf geht und dann den Winkel trifft, dass das Ganze nicht verkantet, aber ist ein Luxusproblem. Ja, also lieber so, wie wenn die Gewinde nach einem halben Jahr oder Jahr im Arsch sind. Ganz klare Sache. Gut, ja, ganz kurz noch zum Setup. Wir verwenden natürlich wieder unser heißgeliebtes SWT-Setup. Im Saphir Squeeze Nummer 9 haben wir heute PX1 Maracuja-Joghurt drin, haben wir ja schon vorgestellt. Zwei Black Kokos rein in die Lotus oder in die Smokebox und ja, die Sache fetzt definitiv. Jawohl, ich denke, das sollte genügen. Liebe Grüße gehen noch an das Aeon-Team raus, an den Pascal. Danke, dass du uns die Pfeife zur Verfügung gestellt hast. Und die Pfeife gibt es auch ab sofort in meinem Laden in Ulm, also bei Shisha World Ulm, zum Proberauchen, denn der liebe Pascal hat mir die Pfeife so zur Verfügung gestellt, dass ich sie auch in Ulm weiter nutzen kann. Vielen, vielen Dank, also an alle, die in der Nähe von Ulm wohnen und sich die Pfeife mal live anschauen wollen, können sie natürlich bei uns kaufen, aber auch Proberauchen. Genau, gut, dann kommen wir zum Ende und was heißt das für uns? Die Pro- und Kontraliste kommt noch. Da hätten wir bei Pro die Qualität, die Verarbeitung, der Durchzug, dass die 4 Schlauchadapter direkt dabei sind, das Closed Chamber System und Ausblassystem, dann, dass die Shisha mit einem 29,2er und 18,8er Schliff nach Hause kommt, zum Erweitern natürlich, dass wir ein kürzbares Tauchrohr haben, dass die Pfeife komplett zerlegbar ist und natürlich dadurch auch die leichte Reinigung gewährt ist. Bei Contra haben wir den Preis und die Muffen und Bassgewinde verkanten ab und an, wenn man natürlich nicht den richtigen Winkel findet. Genau. Dann wäre es das für heute mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann zeigt es definitiv mit eurem Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr jetzt hier direkt bei mir. Und zum letzten Review geht es hier direkt beim Olli. Dann sagen wir danke, bis zum nächsten Mal und Servus!